Hallo YouTube, willkommen mal wieder zu einem Classic Collection Video und diesmal wieder ein Part meiner PlayStation 1 Sammlung. Das müsste jetzt Part 22 sein. Ja, fangen wir einfach mal an mit diesem Spiel. Raytracer. Sieht jetzt so aus, als ob hier kein Booklet, Bild drin wäre, ist aber. Und zwar habe ich mir das mal gebraucht damals gekauft. Hier ist das Booklet und die Hülle ausgetauscht. Aber wie ihr seht, das war so eine andere dünne Hülle. Passt das nicht ganz hier rein und deswegen fällt das immer so raus. Auf jeden Fall, das Spiel hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, war von Taito. Ist halt so ein Anime-Racer-Spiel, also man hatte um so wie bei Ridge Racer eine Zeit. Das reflektiert mir aber zu sehr. Und da kommt man immer ja, so eine Funkerin und sagt dir halt so und so. Und dann musst du halt Gegner zerstören, kriegst du mal mehr Zeit. Manchmal ein Helikopter, gegnerische Autos. Ja, hat mir sehr viel Spaß damals gemacht. Grafik fand ich auch sehr nice, habe ich mit meinen Cousins sehr viel gespielt. Aber irgendwann war es auch schwer. So, dann mache ich mit Dune 2000. Dune 2000 ist von den Entwicklern der Command & Conquer-Reihe auf PlayStation 1 zum Beispiel, von Westwood. Das Gute an dem Spiel war halt, wenn man zwei alte PlayStation hatte, Modell, keine Ahnung, konnte man über Linkkabel und zwei Spiele das Spiel auch gegeneinander so mit den Linkkabel. Ich brauchte noch zwei Fernseher, hatte ich leider nicht mehr. Und ja, das Spiel war ganz okay, fand ich aber nicht so gut wie Command & Conquer auf der PlayStation 1, aber hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hab's auch einmal durchgespielt, hatte auch so filmreife Videosequenzen. Also wenn ihr das sieht, gut, könnt ihr euch das ruhig kaufen, macht auch Spaß, aber ich finde Command & Conquer oder Warcraft 2 besser auf der PlayStation 1. Dann nehmen wir mal Tarzan. Ja, Tarzan ist ein Jump'n'Run von Disney, kann man sagen, ein sehr leichtes. Habe ich mal damals auf der Demo gespielt. Finde es auch besser als das Tarzan auf der PS2. Sieht sehr schön aus, hat auch die Sequenzen. Jetzt habe ich fast alle Disney-Spiele auf der PlayStation 1. Es fehlen mir noch Peter Pan, Ariel, die würde ich mir beide noch kaufen. Ja, nicht lachen. Und Atlantis, das hätte ich sehr gerne. Aber die müssen alle neu sein und in gutem Zustand. Und Mulan gibt's, aber das interessiert mich nicht, weil Mulan ist so ein Lernspiel, glaube ich. Aber sonst habe ich alle. Das ist auch sehr gut, wenn ihr das günstig sieht. Ich habe das mal für, ich glaube, 10 Euro bei Amazon gesehen, neu. Genauso wie König der Löwen. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel von Disney für die PlayStation 1. Zwar nicht so gut wie das Mega Drive oder Super Nintendo Spiel, aber macht noch Spaß. Also kann man sich auch ruhig kaufen. Ist auch ziemlich leicht, muss ich sagen. Also es ist leichter als auf Super Nintendo. Aber ist okay. Also ich mag den Film und deswegen hat es bei mir so einen kleinen Bonus. So, was habe ich denn jetzt schon gezeigt? Die Seite. Ich zeig, leg das mal so hin. Die Seite, die ich gezeigt habe. So, genau, okay. Dann ein Spiel, was mir eigentlich gefallen hat, aber fand ich damals, wo ich kleiner war, ziemlich schwer. Urban Chaos. Ja, das ist irgendwie, man ist, spielt diese Frau, glaube ich, und diesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich weiß, was man diese Frau spielt. Man ist ein Cop in einer düsteren Welt, wo Verbrechen an der Tagesordnung ist. War sehr schwer, fand ich aber damals auch ziemlich cool. Gab es auch eine Umsetzung für den Sega Dreamcast und ich glaube auch für den PC. Bin mir aber nicht mehr sicher, wie die denn so waren. Das war okay, aber Grafik war nicht die beste. Es hat aber Spaß gemacht. Mit ein bisschen Feinschliff hätte das echt ein tolles Spiel werden können. Also hat man nicht oft gehabt, dass mir ein Spiel gefallen hat, aber eigentlich war die Umsetzung total mies. So, dann ein Spiel zu einer TV-Serie, Man in Black. Die Serie ist Crashdown. Ja, das ist ein Ego-Shooter zu der Zeichentrickserie, die mal auf Sat.1 und was ich, wo die alles lief. Habe ich mir damals mal ganz günstig geholt. Vielleicht kann man ein bisschen erkennen, ich glaube nicht. Ist ganz nett, aber es gibt bessere Ego-Shooter auf der PS1, zum Beispiel Alien: Die Wiedergeburt, Medal of Honor oder was gibt's denn noch? Keine Ahnung. Viele halt. Der ist also Fans für die Serie, wenn es die denn gibt noch. So, was haben wir noch? Vier Spiele. Ja, Final Fantasy VII in der Platinum Edition. Ich habe auch die normale, die ganz erste. Das hier habe ich von den User PSG1 Massaker geschenkt bekommen, alias Marcel Marcy. Hatte mir mal geschenkt damals, letztes Jahr. Und ja, das ist Final Fantasy VII. Hier ist noch eine Final Fantasy VIII Demo dabei. Ich muss die Hülle aber noch auswechseln, weil die noch verkratzt ist. Aber ich kann euch sagen, ein super Rollenspiel. Eins der besten, meiner Meinung nach. Sehr schön. Was habe ich das damals gespielt, wie irre? Was war ich sauber auf Seafield, wo er hier Aerith getötet hat? Sehr guter Soundtrack. Das wahre Final Fantasy VII. Und ja, tolles Spiel. Hier gab es noch so viele Minispiele wie das mit den Snowboarden oder Schokobo-Rennen. Das Spiel kennen eh alle Rollenspielfans. Und das Spiel, ja, es war einfach zeitlos, ist das einfach. Auch wenn die Sequenzen geil aussahen und die Figuren plötzlich, ich fand es einfach
geil, da haben wir es gespielt. Durch dieses Spiel bin ich überhaupt Rollenspiel-Fan geworden. So, und dann kommen wir zu einer Serie, die mir auch sehr gut gefallen hat. Das sind noch die letzten drei Spiele, aber ich bin wieder viel zu schnell. Corleone Wars. Ein Weltall-Raumschiffspiel. Das ist lustig, ich glaube, das kam 1997 raus, der erste Teil. Und ich war Wing Commander-Fan. PC und PlayStation 1-Spieler wissen, was Wing Commander ist, mit Videosequenzen, mit Stars wie Mark Hamlet, der Luke Skywalker. Und ja. Und ich war von Wing Commander so begeistert, weil es wie ein Film war und eine tolle Story. Und dann kam so dieses Spiel raus. Es sah zwar optisch sehr schön aus, aber ich dachte mir, es oh, sieht einfach zu viele Effekte, das ist doch scheiße. Und dann habe ich es mir ausgeliehen und fand es einfach nur Hammer. Hab's mir dann auch dann direkt gekauft für 89 Euro, ach Euro D-Mark, und hat sogar zwei Spiele-CDs und war auch, glaube ich, analog kompatibel. Ja, super Spiel, ihr könnt ja selbst sehen, was für Effekte damals auf der PlayStation 1. Habe ich total gerne gespielt, durchgespielt. Es war zwar manche bisschen waren hammerschwer, aber es war einfach geil. Dann habe ich, ich glaube, ein Jahr später war es ein Jahr, ich weiß es nicht mehr, da habe ich das Spiel mit den, ich glaube, mit dem Lösungsbuch. Ja, es gab ein Lösungsbuch dazu. Weil es gab mehrere Wege jetzt in dem Spiel. Corleone Wars Wingress 2 ist das also der zweite Teil. Und das hat auch eine Bewertung von Play the PlayStation 11.98, 10 von 10 und Next Level 12.98, 90% bekommen. Ja, weil es einfach geil war. Die Optik war nochmal verbessert worden. Die Videosequenzen waren geiler. Über 40 zerreißende Missionen steht hier auch. Ja, ich habe die ja schon mal vorgestellt, aber der Part wurde ja gelöscht. Ja, ist auf jeden Fall cool gewesen. Ich glaube, hier gab es auch das erste Mal Bodenmission. Hatte das eigentlich auch zwei Spiele-CDs? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, nur eine. Hier, den habe ich, diesen Spielewarte. Guckt euch mal, das sieht aus wie so eine Medaille. Ja, cooles Spiel. Auch zu empfehlen. Sehr, sehr zu empfehlen. Und dann, ziemlich Ende der PlayStation 1-Ära, kam Cody Ross Red Sun raus. Es war der letzte Teil. Der hat auch, glaube ich, nur 60 oder 50 D-Mark gekostet. Die Optik wurde nochmal echt verfeinert. Es gab viel mehr Enden, glaube ich sogar. Zwei oder drei, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Grafik war sehr gut. Und ja, tolles Spiel. Ich habe es aber nie wirklich selbst durchgespielt, muss ich zugeben. Ich habe es zwar bis zum Ende gespielt, aber jemand anderes hat es dann durchgespielt. Ja, tolles Spiel, kann ich euch sagen. Und ich habe immer gedacht, ja, die bringen bestimmt mal einen vierten Teil für die PS2 raus. Und dann kam nie was. Da habe ich immer gedacht, vielleicht kommt hier irgendwann mal für diese Konsolengeneration ein Teil raus. Finde ich schade, weil die Spieleserie war echt gut. Und es wäre schön, wenn es davon nochmal einen neuen Teil geben würde. Also es gibt hier eh kaum noch so Raumschiffspiele für die Konsolen, glaube ich. Also für die Xbox 360 gibt es ein paar. Aber sonst fällt mir jetzt gar nichts ein. Also davon ein neuer Teil wäre echt super. Vielleicht sieht das ja jemand von den Entwicklern. Hier, wie heißen sie nochmal? Cygnus oder so? Der Eule? Cygnus oder Sony, ich glaube, die wurden ja von Sony in Auftrag gegeben. Ja, das wäre mal wieder ein schönes Spiel. Ja, das waren meine 10 Spiele in Part 22, habe ich ja gesagt, glaube ich sogar. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, keine 10 mehr für Part 23, nur ein paar einzelne. Vielleicht stelle ich die dann auch mal kurz vor. Das waren sie auf jeden Fall. Ich hoffe, ja, es ist PlayStation 1, aber ihr wisst ja, vor einer Konsolengeneration gab es immer eine Vorkonsolengeneration. Ich bin ja auch ein älterer Jahrgang. Das sind die Spiele aus meiner Jugend und Kindheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Kurs durch die Vergangenheit zu machen. Würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.